Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Gmail-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Gmail den Absendernamen ändern kann. Eigentlich ganz einfach, wird aber recht häufig gesucht. Und dafür habe ich mal was vorbereitet. Wenn wir Google Chrome öffnen, sehen wir hier meinen Gmail-Account und ich habe mir selbst eine Nachricht geschrieben und da können wir meinen Absendernamen sehen. Wie können wir den jetzt ändern? Dafür klicken wir oben rechts auf die Einstellungen und hier auf Alle Einstellungen aufrufen. Und hier wechseln wir vom Reiter Allgemein in Konten und Import. Unter Senden als finde ich alle E-Mail-Adressen, die diesem Konto jetzt zugeordnet wurden. Bei mir ist das eben nur eins. Hier sehen wir nochmal meinen Absendernamen. Und unter Adresse bearbeiten kann ich das Ganze nun ändern. Hier sehen wir nochmal den aktuellen Namen. Der wird immer aus dem Google-Konto gezogen und ist deswegen auch immer die primäre Auswahl. Ich kann aber hier die Auswahl auf den zweiten Punkt setzen und dann was völlig anderes eingeben. Wir werden jetzt einfach mal meinen Nachnamen kürzen. Dann gehen wir auf Änderung speichern und schon ist das Ganze drin. Und wenn ich mir jetzt nochmal eine kleine Mail schreibe, dann werden wir sehen, dass das Ganze jetzt auch mit dem neuen Absendernamen funktioniert. Und hier schicken wir das Ganze mal los, schauen uns die Mails nochmal an und jetzt sehen wir, dass mein Nachname hier gekürzt wurde, genauso wie wir das wollten. Von daher ist es gar nicht schwer, in Gmail den Absendernamen zu ändern, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin. Euer Shavo. Ciao.